Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Emergency 4 mit der Hammerstadt-Modifikation Reworked. Ja, ich denke mal, das ist richtig. Ich habe ja hier von dieser Modifikation noch nicht so viele Folgen aufgenommen, deshalb dachte ich mir, mache ich das einfach mal. Und ja, jetzt habe ich natürlich die Aufnahme schon gestartet, obwohl noch der Ladebildschirm da ist. Das ist natürlich sehr schlau. Ja, also hier seht ihr jedenfalls anscheinend alle Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ob das alle sind, aber auf jeden Fall ein paar. Gibt es hier eine Maus? Nein, es gibt keine Maus im Ladebildschirm. Okay. Ja, aber ist ja gleich fertig geladen. Ja, und wie geht's euch so? Ja, das ist schön, dass es euch gut geht. Ja. Und wie ist so das Wetter? Ja, es ist ein bisschen bewölkt, aber die Sonne scheint durch die Wolken durch. Also das ist auch in Ordnung. So, wie geht das hier? Ja. Das ist ein Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Nur 1, 2 und 3, okay. Behandeln und abtransportieren. Gibt es hier irgendwas mit? Nein, okay. 2. Dann müssen wir jetzt einmal den Notarzt informieren und eine Rettung. Ich glaube, ich müsste auch darauf achten, von wo die kommen und sowas. Und nicht einfach den nächstbesten alarmieren, aber ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Hammerstadt, Rheintal, Dorholm. Naja. Also ich denke mal, die kommen auf jeden Fall aus dieser Stadt hier. Die heißen ja Hammerstadt. Also von daher. Wir bringen sie zum Ziel. Ja, das ist schön. Dale hat es leider nicht zum Ziel geschafft, aber wir sorgen dafür, dass er das noch tut. Das ist der Notfallsanitäter. Okay. Status 1? Ne, ich würde mal sagen, das ist noch nicht Status 1. Ne? Der kann das bestimmt nicht alleine, oder? Ach, doch, geht. Okay. Patient aus Zelt holen, das haben wir auch nicht. Dem geht es noch nicht so gut. Okay, dann müssen wir erstmal warten. Ich würde mal sagen, ich spule einfach mal vor. Vielleicht kommt ja noch ein Einsatz rein in der Zeit. Also manche von euch wollen ja, dass ich vorspule, manche wollen, dass ich nicht vorspule. Wenn ich nicht vorspule, sagen manche, dass ich vorspulen soll. Wenn ich vorspule, sagen manche, dass ich nicht vorspulen soll. Deshalb spule ich jetzt einfach mal vor, weil ich das so möchte. So. Das ist auch interessant, dass die Trage in den Boden reingeht. Also die klappt sich nicht runter, sondern die geht in den Boden rein. Das ist die moderne Technik. Ja, ich weiß, wahrscheinlich kann man das in dem Spiel nicht anders umsetzen, aber egal. Die sehen irgendwie komisch aus auf diesen Miniaturansichten. Ja, dann war's das wohl. Fahrzeug 10. Einrücken muss man natürlich erstmal. So. Höre, wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 10. Erstmal die Ohren kaputt machen, jetzt können die. Fahrzeug 10. Hä? Fahrzeug 10. Nein, Status 1. Ja, okay. Okay, wenn er schon Status 1 ist, man klickt da drauf, dann wechselt er in Status 3. Das ist auch gut. Obwohl da steht Status 1 geben. Ja. Der fährt ganz leise mit Blaulicht zum Krankenhaus. Es ist auch erstaunlich still hier, ne? Ja, kannst du ruhig mal hier. Fahrzeug 12. So. Wenn da schon jemand ist, dann muss man das doch mal machen. Das ist also das Krankenhaus und zwar die Unfall. Nein, das Unfallklinikum. So, Haupteingang, Notaufnahme, Chirurgie, Dialysepraxis. Besuchszeiten: 10 bis 11 Uhr.
und 14 Uhr. Wirklich? Das heißt, wenn man da jemanden besuchen will, kann man nur von 10 bis 11 Uhr kommen und dann kann man nochmal um 14 Uhr. Ah nee, da steht Achtung, 14 bis. Brandausbruch. 16? Ursache, keine offenes Ahnung. Licht und Feuer. Kann ich nicht lesen. Löschen Sie alle Brände. Okay, wo genau brennt es hier? Da drin? Ja, okay. Wohnungsbrand mittlerer Gebäude waren vor Ausdehnung. Ich will sagen Wohnungsbrand. Machen wir da. Beobachten wir das Ganze mal. Tja. Da fahren sie schon los. Ist zwar keine Wohnung, aber es ist auch nicht ausgedehnt in voller irgendwas und auch nicht Dingensbrand und sowas. Irgendein Angriffstrupp rüstet sich mit Atemschutz aus. Das ist ja auch schon mal was Gutes. Gut, der erste trifft gleich schon mal ein. Nein? Ach. Fahrzeug 16 Meter unterwegs. Obwohl, wir sollten da nicht reinfahren. Wir fahren erstmal dahin. Fahrzeug 2, höher. So, die können eigentlich einen Schnellangriff machen. Schnell. Achso. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Steigt nochmal da ein. Schnellangriff. So. Jetzt hat er aber keinen Atemschutz, der Typ. Ja. Fahrzeug 2 hört. Nimm du dir doch meinen Schlauch, ja? Danke. Nicht genügend Feuer gelöst. Okay. Oh. Da müssen wir erstmal. Fahrzeug 17, hör. Bin unterwegs. So, Atemschutz. Die müssen wir erstmal evakuieren da drin. Kann er da nicht löschen? Er muss er löschen können, oder? Gut, er kann anscheinend nicht löschen. Was gibt's? Ach, Moment, Moment. Ich muss ja hier die Pumpe starten. Ah, habe ich vergessen. Kann ich jetzt. Hallo? Ach, der macht das schon. Ne? Ja, jetzt funktioniert's. So, erstmal den da vom Auto wegholen und den da auch. Die sind ja wohl bescheuert, bleiben da einfach drin. Den Füß jetzt nicht am Feuer lang, sondern da oben rum. Vielen Dank, das ist eine sinnvolle Vorgehensweise. Was ist denn das hier eigentlich? Ja. So. Also der löscht das jetzt gerade mal alleine, aber wir müssen ja erstmal evakuieren hier. Hier, der stellt sich mal dazu, damit er da nicht alleine ist. Der muss auch noch raus. Das ist bestimmt der Chef. Der weiß doch gar nicht, dass da seine Firma brennt. So, die unterhalten sich jetzt. Na, ist doch angenehm, den Schlauch alleine zu halten. Ja, das Wasser kommt so ein bisschen aus der Luft, aber das ist halt die moderne. Okay, dann muss er doch nicht raus. Sonst müssten wir die Tür einschlagen. Habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Fahrzeug 17, Fahrzeug 16, hör. Die muss man medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht reinschicken, versorgen und abtransportieren. Fahrzeug 16, hör. Okay. Schon unterwegs, ist in Arbeit. So. Ja, gestürzt.
Gibt's hier, ja, Rettungsschrauber muss dahin. SEG, das brauchen wir. So. Fahrzeug 17 hört. Weg damit. Fahrzeug 2 hört. Bin unterwegs. Fahrzeug 2 hört. Ja, bitte. Bin unterwegs. Fahrzeug 2 hört. Warte mal kurz. Fahrzeug 17 unterwegs hört. Schon unterwegs. Ah, Status 3. Oh. Wieso geht der da alleine? Machen die das alleine dann? Ach, ist das cool. Boah. Ja, das muss man ja auch erstmal wissen, ne? So. Ist auch schon da. Was gibt's? Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ja, dann nehmen wir sie sofort mit. Ja. So. Dem geht's ja auch gut, ne? Ja, ist in Arbeit. Was gibt, wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 12. Oh. Ich habe Geld bekommen, das ist doch gut. Ich brauche das zwar nicht, oder? Brauche ich Geld? Nein. Nee. Das benutze ich dann für private Dinge, das Geld. Weil, ja. Ich arbeite ja nur hier in der Rettungsleitstelle. Ich muss ja keine Rettungswagen kaufen davon oder so. Ja. Das ist nur eine. Ich wurde befördert. Das ist eine Gehaltserhöhung für mich. Also das ist jetzt, das sollte jetzt nicht hier angezeigt werden, weil das ist ja privat und so. Aber ja, gut vorspulen. Jetzt kommt der nächste Einsatz. Da steht ja. Da steht ja immer noch einer rum. Ja, den müssen wir dann jetzt irgendwo da reinschicken. Wird umgehend durchgeführt. So. Gebäude brennt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Da, okay. Was gibt's? Oh. Gebäudebrand, volle Ausdehnung. Mir irgendwie lauter vorgestellt, aber ich habe das, glaube ich, nur leise eingestellt bei mir. Oh oh. Oh je, das sieht nicht gut aus. Sieht nicht sehr gut aus. Fahrzeug 16 hört. Bin unterwegs. Sofort. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug können Sie sich Atemschutz holen erstmal? Nee, anscheinend nicht. Aber die können sich Feuerlöscher holen und da ist ja noch die Tür offen. Jetzt geh doch mal weg hier. Fahrzeug 2 hört. Schnellangriff. Ja. Schon unterwegs. Gut, einer ist anscheinend verschwunden oder sowas. Kein Problem. Bin unterwegs.
Jetzt fahren wir ja alle in den Weg. Da. Ja, okay. Nicht aufheben. Bist du denn blöd? Erstmal einen Schlauch holen. Jetzt fahren die ja alle durchs Feuer. Das gibt's noch nicht. Achso, ich erinnere mich, ja. Nicht mehr. Das ist jetzt verlernt. Pumpe defekt. Kann ja mal passieren. Wo kann man denn hier noch was anschließen? Behindert. Der Feuerwehrmann ist behindert, der kann das nicht. Ja gut, ist das zu viel oder wo ist das Problem? Auf dem Weg. Ja, ist in Arbeit. Bin unterwegs. Hallo. Schon unterwegs. Also dann reicht das jetzt mit Feuerlöschern, das ist mir. Wenn die Pumpen hier nicht funktionieren und ich habe nur ein Fahrzeug, was Pumpen hat und die anderen sind behindert, dann da kann ich ja nicht mehr machen. Weil die Atemschutz anhaben, dann kann man ja nicht löschen. Fahrzeug 21 geht ja nicht. Ne? Ja, dann machen wir es so ohne Atemschutz und mit Feuerlöscher. Das funktioniert natürlich auch ganz gut. So löscht man ein Haus mit Feuerlöscher. Da bleibt ja nicht viel übrig, ne? Also, wenn er nicht löschen kann. Nee. Gut, dann können wir schon mal aufhören. Also merken keinen Verteiler an ein Fahrzeug setzen, sonst funktioniert es irgendwie nicht. Ich bin wahrscheinlich einfach wieder viel zu blöd dafür, ne? Und dann beschweren sich wieder alle. Du musst doch so und so machen und sag ich wieder, ja, ich weiß. Alles im Umgang mit brennbarem Material. Löschen Sie alle Brände. Und haben wir noch. Die Feuerlöscherfeuerwehr kommt mit offenen Türen natürlich wieder. Hier auch.
Die machen die gar nicht erst zu. Wird gemacht. Fahrzeug 17 hört. So, jetzt erstmal Fahrzeug 14 hört. Das Wichtigste. Feuerlöscher. Gut, das Spiel ist anscheinend abgestürzt. Genau passend. Ja. Also für mich ist das wirklich genau passend, aber ja, das ist etwas blöd. Ja, gut, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich mit einer anderen Modifikation oder vielleicht wieder die. Ich weiß es noch nicht. Hauptsache, es gibt mal wieder ein Video von mir, weil ich mache das ja nicht, weil ich habe ja keine Zeit oder Lust oder sowas und dann ist das halt immer so. Naja, gut.